Wir befinden uns jetzt hier auf der Projektfläche der R&V. Herr Wulff ist IT-Projektleiter. Herr Wulff, was passiert denn hier auf der Projektfläche? Ja, wir sind hier tatsächlich auf einer von mehreren Projektflächen, die wir bei R&V haben. Das ist hier an einem Standort. Wir haben noch an einem anderen Standort weitere solcher Etagen, auf denen wir dann in Projekten zusammen mit dem Fachbereich zusammenarbeiten. Ja, man sieht es ja ganz schön. Wir haben hier Büros für die IT-Mitarbeiter und Arbeitsplätze für die Fachbereichskollegen, die dann für Zusammenarbeitsthemen hierher kommen. Und dann haben wir einen eigenen Raum, eine eigene Fläche für IT-Projekte. Herr Wulff, was hat Sie denn damals vor Ihrem Antritt oder bei Ihrem Antritt bei der R&V besonders an dem neuen Arbeitgeber überrascht? Also besonders überrascht haben mich gleich mehrere Dinge sehr positiv. Zum einen die hohe Professionalität im Projektmanagement und in der Softwareentwicklung insgesamt. Plötzlich war ich Teil in einem Projektportfolio von über 50 Großprojekten und über 80.000 IT-Personentagen. Außerdem aber auch das sehr gute Betriebsklima und die Umsetzung der genossenschaftlichen Idee, was einer nicht alleine schafft, das schaffen viele in der Praxis. Herr Wulff, gibt es Besonderheiten bei der Definition von Projektmanagement innerhalb der R&V? Ja, also nicht nur, dass wir einen internen Projektmanagement-Standard haben, den wir an einen internationalen Standard angelehnt haben oder darauf aufbauen. Es ist so, dass wir als Projektmanager klassischerweise die üblichen Dimensionen in Time, in Budget, in Quality und Funktionalität verantworten. Darüber hinaus sorgen wir aber auch für ein kollegiales Miteinander und für die intensive Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und innerhalb der IT. Kollegiales Miteinander ist ein schönes Stichwort. In welchem Team arbeiten Sie denn hier so zusammen? Ja, unser Team ist vergleichsweise klein im Vergleich zu anderen Einheiten in der Systementwicklung. Wir sind 15 Mitarbeiter und decken damit nicht nur das Thema Projektmanagement ab und Entwicklung, sondern auch Testmanagement, Projektmanagement-Office-Tätigkeiten, Wartung und Betrieb der Anwendungen, die wir entwickeln und das Requirements Engineering. Um mal in dieses Projektthema ein bisschen näher einzusteigen, was für Projekte erwarten einen denn hier? Also bei der R&V erwarten eine Vielzahl an Möglichkeiten für Projekte. Wir machen tatsächlich SAP-Entwicklungen und Einführungen und Betrieb, genauso wie J2E-Themen im Java-Umfeld, genauso Host-Cobol-Entwicklungsprojekte und last but not least auch .NET im Microsoft-Umfeld. Was würden Sie denn jemandem raten, der sich jetzt für die IT-Projektleiterrolle bei der R&V interessieren würde? Also was würden Sie dem sagen? Also der erste Rat von mir persönlich ist natürlich, bewerben Sie sich, denn R&V ist einfach ein toller Arbeitgeber. Und damit einhergehend sollten Sie natürlich auch ein hohes Maß an Lernbereitschaft mitbringen. Sie werden hier mit offenen Armen willkommen geheißen, verbunden natürlich mit dem erklärten Anspruch, dass Sie sich in das Unternehmen einbringen und dass Sie zum gesamtheitlichen Erfolg aller Projekte und Themen beitragen. Vielen Dank. Danke Ihnen. R&V, die Versicherung mit dem Plus.